Herzlich willkommen, liebe Freunde, zu diesem Teil, in dem ich euch das Restaurant zeigen möchte, in diesem grandiosen Hotel Granada Luxury Belek. Ich befinde mich immer noch hier in diesem Hotel und habe euch ja versprochen, euch mal mit zum Abendessen zu nehmen. Oh, das muss ich euch einmal kurz zeigen, wie man hier bedient wird auf Inlineskates. Die Anlage ist so groß, da geht das für die Kellner schneller. Das, ja, wie gesagt, das Abendessen fängt jetzt gleich an. Wir laufen runter. Hier vorne ist gerade die Lobby, Rezeption. Und hier muss man praktisch nur die Treppe runter und dann gelangt man ins Hauptrestaurant. Bis gleich. So, hier sind wir am Haupteingang. Damit kann ich euch dann besser zeigen, wie man ins Restaurant gelangt. Und zwar geht es hier einfach einmal die Treppe nach unten. Jedes Mal einfach schön hier lang zu gehen, diese Treppe sich anzuschauen. Und einmal rechts rum und wir sind schon direkt da. Hier werdet ihr immer nett begrüßt. Hallo. Und schon sind wir da. Es ist ein sehr großes Hauptrestaurant, aber unterteilt in viele Bereiche. Wir fangen hier links einmal an. Das ist immer hier sozusagen die Nudelecke. Hier gibt es immer frische Pasta, Spaghetti, Nudeln. Kann man sich alles selbst zusammenstellen, wie man es haben möchte. Und noch als kleiner Tipp, wer gerne Nachtisch, guten Nachtisch isst, hier in dem Bereich gibt es immer tolle Sachen. Heute gibt es Künefe, türkischer Nachtisch wird dann hier frisch zubereitet. Und jeder Bereich sieht anders aus, anderes Design. Vorne ist asiatischer Bereich. Und ich nehme euch jetzt mit in den Hauptsaal. Hier kommen wir dann vorbei an einer Salatecke, Antipasti. Sieht alles immer sehr toll aus, gut angerichtet. Dann haben wir hier auch eine Nachtischecke. Wieder türkische Leckereien, in dem Fall Baklava. Kann ich nur empfehlen. Schmeckt immer frisch und super lecker. So. Dann geht es einmal wieder rum. Hier ist der Chefkoch höchstpersönlich. Glaube ich zumindest. So. Und dann haben wir hier nochmal Nachtisch. Verschiedene Kuchen, Torten. Also wer hier nicht fündig wird, dem kann ich auch nicht helfen. Hier ist so viel Auswahl. Und wir sind erst am Anfang. Zwischendurch stoppe ich immer ganz kurz. Die Gäste haben Hunger. Sieht immer alles sehr toll aus. Super angerichtet. Das muss ich mal kurz zeigen. Und dann geht's weiter. Noch einmal kurz hier rüber schwenken.
Also hier muss man echt aufpassen, dass man nicht zu sehr zunimmt im Urlaub. Und wir gehen jetzt einmal in Richtung Salatbar. Ich hoffe, man kann mich gut hören. Es wird jetzt langsam etwas voller. Heute war sehr gutes Wetter. Die Gäste haben natürlich Hunger. Es gibt auch Gesundes, viele gesunde Sachen. Nicht nur die Süßigkeiten, die ich euch am Anfang gezeigt habe. Hier geht es jetzt weiter mit der Salatbar. Hier kann man sich einen tollen Salat zusammenstellen. Verschiedene Soßen. Und einmal rüber auf die andere Seite. Sieht klasse aus. Dann geht es einmal weiter in die Richtung. Hier haben wir Antipasti-Ecke. Heute gibt es Meeresfrüchte, wie ich sehe, viel mit Fisch, Käse. Hier gab es auch sehr oft Muscheln die letzte Zeit. Garnelen, kleine Krebse. Hier kommt jeder auf seine Kosten. Also wer hier nicht fündig wird, wie gesagt, dann weiß ich auch nicht weiter. Und es schmeckt alles wirklich sehr, sehr gut. Hier Garnelen. Das Auge ist mit. Das ist nun mal so. Dementsprechend wird alles immer sehr schön angerichtet. Das machen die wirklich ganz toll. Dann geht es einmal hier auf die Seite. Hier gibt es immer verschiedene Suppen. Hier haben wir zum Beispiel jetzt eine Pilzsuppe. Ich zeige euch das mal. Auf allen Sprachen findet ihr dann immer hier, was es gibt. Das ist so eine Art Tomatensuppe. Und hier gibt es eine leckere türkische Linsensuppe. Die kann ich nur empfehlen, ist hervorragend. So, dann geht es einmal hier weiter. Hier gibt es auch nochmal verschiedene warme Speisen. Eintöpfe. Hier wird auch viel mit Lamm gekocht. Das ist hier sehr beliebt. Dann haben wir hier eine frisch zubereitete Lemonsauce für den Fisch, den man sich hier frisch nehmen kann. Gemüse dazu. Alles hier frisch zubereitet von dem tollen Koch in dem Bereich. Also jeder Bereich hat hier seinen Koch, seinen Mitarbeiter. Oh, hier gibt es noch lecker Sushi heute. Da freue ich mich schon drauf. Ja, sieht ganz gut aus. Da habe ich schon schlechteres Sushi gesehen im Urlaub.
sah jedenfalls sehr appetitlich aus. Dann gehen wir einmal hier rüber. Hier gibt es sozusagen die Hauptspeisen. Hier gibt es einmal verschiedenen Fisch. Dorade, Makrele. Dann haben wir hier Reis. Fleischeintopf. Also es ist auf jeden Fall sehr abwechslungsreich. Es wird nicht langweilig. Man kann wirklich jeden Tag was anderes essen. Viele Plätze zum Sitzen. Man kann auch draußen sitzen. Die netten Kellner bringen euch eure Getränke direkt an den Tisch. Dann schauen wir mal, was es hier Tolles gibt. Putenbraten, Safranreis, Nuggets für die Kinder, Gemüseauflauf. Hier wird auch gerade frisch gekocht. Man kann den Köchen dabei zuschauen, wie die alles frisch zubereiten. Das kann ich sehr empfehlen. Das ist so ein Auberginenauflauf. Der schmeckt super. Kartoffelpüree, Frikadellen. Das ist so eine Art Döner, beziehungsweise klein gehackt. Dann haben wir hier griechisches Moussaka. Sellerie in Olivenöl stand da gerade. Hier geht es weiter mit gegrillten Frikadellen. Gegrilltes Hähnchen. Und hier vorne kommen dann noch gleich Spieße. Spieße und Dönerfleisch gibt es auch eigentlich jeden Tag. Kann man sich so viel bedienen, wie man möchte, bis man satt ist. Hier nochmal Meeresfrüchte, gebackene Zucchini. Dann geht es einmal hier weiter auf die Ecke. Das ist praktisch hier die Bäckerei, Brotecke, wird alles frisch immer zubereitet. Von den fleißigen Bäckern. Die Pizza ist hier auch immer ein Genuss, also sehr lecker. Vor allen Dingen die türkische Pizza natürlich, müsst ihr auf jeden Fall probieren. Pide, verschiedene Brötchen, Baguette, Toast, alles da. Hier gibt es dann noch einen Toaster. Wer es heiß getoastet haben möchte, das kann er sich dann hier reintun. Unten fällt das getoastet dann wieder raus. Noch mehr Brot. Dann haben wir hier Diät-Corner, Diät-Ecke. Mehr gedämpftes Fleisch, gedämpfter Fisch mit weniger Fett. Können ja mal kurz schauen, was es hier gibt. Gegrillter Fisch. Genau. Und dann nehme ich euch mit ins andere Hauptrestaurant. Da geht es geradeaus durch. Kleinen Moment. Also wenn man hier praktisch geradeaus durchläuft, das ist der andere Bereich.
Jeder Bereich sieht anders aus. Andere Einrichtungen, anderes Design. So sieht das dann hier aus. Und was auch super ist, egal wie viele Gäste hier sind, das verteilt sich hier alles ganz gut, weil hier vorne kann man sich auch bedienen. Hier gibt es auch verschiedene Köche, die verschiedene Gerichte zubereiten. Hier holen sich die Kellner die Getränke und bringen sie euch an den Tisch. Hier haben wir jetzt Pide, Pizza. Also das hier ist der beste Pizza. Der beste Pizzabäcker in dem ganzen Hotel, der macht das echt super lecker. Die Pizza hier schmeckt besser als in manch einer Pizzeria in Deutschland. Dann geht es hier weiter einmal zur Grillecke. Hier gibt es diese Hackfleischspieße, die kann ich euch sehr empfehlen, die schmecken immer super gut. Werden hier frisch gegrillt für euch. Und weiter geht's. Hier vorne wird auch fleißig gegrillt. Zwiebeln, Hähnchen. Hier haben wir nochmal Fisch, Seebarsch. Dann kommen wir hier einmal rüber zur Asia-Ecke. Verschiedene asiatische Gerichte. Bockgemüse. Chinesische Nudeln. Verschiedene Soßen. Also ich habe mich mit vielen Gästen hier unterhalten, den meisten schmeckt es wirklich sehr, sehr gut. Hier gibt es nochmal Calamares, Tintenfischringe, Pommes für die Kleinen, Pommes und Nuggets gibt es eigentlich an jeder Ecke. Dann haben wir hier Krabbenchips, Eis für die Kids. Da freut sich schon jemand auf sein Eis. Und hier gibt es auch nochmal einen Bereich mit Obst, Nachtisch. Für diejenigen, die in dem Bereich sitzen, die müssen dann nicht so weit laufen. Hier sieht es auch ganz toll aus. Also ist wirklich alles sehr, sehr schön, das Innendesign, das ganze Hotel, das passt alles einfach stimmig zusammen. Die Deko. Gut. Dann verlasse ich diesen Bereich und zeige euch nochmal diese große Tür. Hier geht es dann wieder zum Anfangsbereich. Damit beende ich auch schon das Video. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lässt, meinen Kanal abonniert. Ich zeige euch weitere tolle Hotels auf der ganzen Welt. Meine ausführlichen Videos. Und wie immer, liebe Freunde, würde ich mich sehr freuen, falls euch dieses Hotel gefallen hat, falls ihr das buchen möchtet, tut dies gerne über meinen Link. Unten in der Beschreibung mein Check24 Link. Dort bekommt ihr nochmal ein Cashback von 3,5% als Gesamt, also als Rabatt praktisch auf den Gesamtpreis eurer Reise. 3,5% Cashback. Würde mich sehr freuen. Schaut euch unbedingt auch meine weiteren Videos an zu dem Hotel. Teil 1, in dem ich die Rezeption, die Lobby, alles zeige.
Teil 2 für die komplette Außenanlage, den riesen Pool. Und wir sehen uns dann bald, euer Luigi. Macht's gut!